Schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich habe so ziemlich alles platt gemacht, was mir im Weg zum... Ich habe mir nicht mal den Namen des Bosses gemerkt. Keine Ahnung, dieser Feuerteufel, der da steht. Alles platt gemacht, was auf dem Weg dorthin zu finden war. Mindestens 12 Mal, wenn nicht sogar öfter. Ja, und jetzt laufen wir so ein bisschen da rein, bis die beiden Boys, die hier von rechts kommen, also hier rechts oben, wenn ich hier die Brücke überquere, da sind übrigens schon wieder so 12.000, 15.000 Seelen draufgegangen. Auf einmal interessiert es den nicht mehr, dass ich hier auf der Brücke bin, ne? Auf einmal. Die ganze Zeit hat er auf mich geballert, jetzt ist es ihm wurscht. Keine Ahnung. So, die letzte Weisheit aus dem Chat war, Dark Souls 3 ist noch schwerer. Da bin ich wirklich gespannt. Ich will erst den platt machen hier. Wow, du bist ja noch schlimmer als deine kleinen Kumpels. Du bist ein Mistsack, ey. Schön, dass ihr übrigens da seid, alle. Freut mich. Achso, erstmal die andere Waffe ausrüsten. Ich glaube, ich habe in diesem Kampf und auf dem Weg hierher mittlerweile circa 100.000 Seelen verloren, die ich nicht zum Leveln benutzt habe. Wird bestimmt ein paar Leute freuen. Wie heißt der denn? Schmelzerdämon. Ah, es gibt Kumpels, die haben mich früher Schmelzer genannt, warum auch immer. Autschi. Oh, nö. Oh, what? Lol. Okay. Ach so. Er brutzelt sich an. Ja, dann gehen wir mal ein bisschen Damage machen. Ach, klar. Bisher hatte er mich dort an der Stelle, an der Position, wenn ich gestanden bin, glaube ich, nicht so richtig getroffen. Diesmal hat er mich getroffen. Vermutlich stand ich einfach einen halben Meter näher. Oder weiter weg. Einen halben Meter weiter weg, würde ich schätzen, weil sein Schwert mich dann trifft. Wenn ich weit näher unter seinem Arm stehe, trifft mich nur der Hinschwung, also der Vorderhandschwung. Ach so, Waffe wechseln. Wir wollen ja nicht mit einer... Das muss so sein. So, steht ihr immer noch da oben? Mensch, habe ich euch immer noch nicht 12 Mal gekillt? Ah doch, den einen schon. Den anderen nicht. Jetzt hat. Und ihn interessiert's wieder nicht. Er ist... Keine Ahnung, ich habe im heiligen Wasser gebadet. Jetzt ist es... Jetzt stinke ich nicht mehr so nach Tod und deswegen greift er mich nicht mehr an, wenn ich auf der Brücke bin, sondern nur noch ab hier. Da hat mich jetzt wieder der Pfeil von seinem Kumpel gegenüber getroffen. Ja. Danke. Und rein da. Autsch, ich wollte meine Seelen haben, danke.
Ach ja, der Schaden, der in der Rolle. Der Schaden in der Rolle. Ja. Bast. Wahrscheinlich könnte ich mittlerweile auch die stärkere Hellebarde benutzen, weil ich nicht so viele Schläge für den Schmelzerdämon brauche. Wie die Haltbarkeit der Hellebarde ist. Aber egal. Die reicht auch aus. Für die Boys. Alles leergefegt hier an der Stelle. Ah, guck mal, jetzt ist er weg. Okay, alles klar. Dann brauchen wir uns um die keine Sorgen mehr machen. Sondern vorerst mal nur noch um diesen Kollegen. Da kommt der Pfeil seines Kumpels, der mich damaged. Ja. Die Gier nach dem Schaden hat mich hier das Leben gekostet. Okay, ja, jetzt schlucke ich aber eine Menschlichkeit. Schlucken wir eine Menschlichkeit. 2 Stück haben wir noch. Let's go. So, das müsste. Das könnte, das dürfte. Oh, warte. Moment. Das müsste, könnte, dürfte, sollte der Versuch sein. Hoffen wir es. Einfach 100.000 Seelen verloren auf dem Weg dahin, wegen auf den paar Metern. Ah, diese 60.000, die ich da vorhin hatte, die sind ärgerlich, dass die weg sind. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Aber, ja, wie gesagt. Ich fühle mich mächtig genug. Oh, guck mal, er ist auch schon weg. Ah, wie gern ich ihm einen Mittelfinger zeigen würde im Spiel. Ach, wie gern ich ihm einen Mittelfinger im Spiel zeigen würde. Ja, nicht nah genug dran an ihm. Gut.
Okay, das ist auch neu. Uff, knappes Pferd. Ja, okay. Ich habe mich schon immer gefragt, was macht er denn da, wenn er da noch, wenn es so klingt, als würde was explodieren. Aber in den ersten beiden Phasen, die er hat, macht das kaum erkennbar Schaden. Diesmal hat es mich einfach komplett aus dem Leben genommen. Ich hätte doch noch weiter weggehen sollen. Ich habe es mir fast gedacht, dass ich zu nah dran stehe. Aber was soll's. Alles weggekillt, ne? Okay, Entschuldigung, dass ich an dir vorbeigerannt bin und du mich erstmal nicht interessiert hast. Diesmal hat's auch dick Schaden gemacht. Das hat er vorhin nicht gemacht. Da konnte ich zweimal draufhauen. Und es war nicht so wild. Ja, bitte nicht so hart anbrutzeln. Habe ich nicht ganz so gern. Ein bisschen schneller ist er auch geworden. Ich kann hier keine zweimal mehr hauen. Ja, doch, kann ich. Ich darf nur nicht. Nochmal, echt? Okay. Oh oh. Jetzt nicht gierig werden. Das war Gier. Na bitte. Geht doch. Ah. Geht. Dankeschön. Schmelzer-Dämon-Seele. Okay, wo bin ich? Was passiert hier? Kommen hier Gegner? Schießt der da hinten auf mich? Nö. Okay. Dann würde ich jetzt einfach mal hier hochgehen. Vorher einsaufen. Ist hier sonst noch irgendwo was? Nee. Nö. Okay, dann geht's hier weiter wahrscheinlich. Schauen wir mal. Ach, okay, guck mal. Da ist doch auch schon ein wunderbares Feuerchen. Nehme ich. Ich glaube, ich habe noch nicht genug Stuff um meine schöne Powerhellebarde noch höher zu leveln, leider. Verstärken. Ja, Titanitbrocken. Keine Ahnung, woher ich das bekomme. Wäre geil. Das sind nämlich 18 Schaden mehr. Aber gut.
ich habe Titanitscherben, habe ich einfach 16 Stück. Dann würde ich jetzt mal gucken. Rickards Degen, der war komisch. Normaler Degen, Skimitar. Krummschwert, nee. Gerades Schwert. Gerades Schwert. Großschwert. Ich muss irgendwas nehmen, was auf Geschicklichkeit einen guten Wert hat. Deswegen gucke ich hier gerade so ein bisschen. Morgenstern, der ist bei Stärke. Streitkolben mit Magie. Drachentöter, Halbmond, Axt. Warte mal, hatte ich nicht nur ein Feuerschwert? Wie sieht's denn hiermit aus? C auf Feuer. Flammberge. Großschwert. Hier, was ist das? Gerades Schwert. Das gerade Schwert scheint dann doch irgendwie normales gerades Schwert, Fußsoldatenschwert. Zerbrochenes Diener. Zerbrochene Schwerter brauchen wir nicht anfangen. Kurzschwert. Auch ein gerades Schwert. D ist ja noch schlechter als C, nehme ich mal ganz stark an. Oder wie rum ist es? A, A ist das Beste, oder? Das ist jetzt. Das ist ja kein. Ist ja kein Spoiler oder kein Tipp, sondern. Die zählen. Ja, A ist das Beste. Gut, ja, dann gehen wir auf Hieb, Stoß, Hieb. Wait, das macht Blitzschaden? Was ist das? Heide, Ritterschwert. Aber Hieb, Stoß. Moment, das probiere ich mal ganz kurz aus. Ja, ja, schwätz mich nicht voll. Du verschwendest meine Zeit. Degen, Skimitar, wo ist es? Heide, Ritterschwert. Da, das wollte ich mal testen. So. Finde ich cool. Und es macht Blitzschaden. Warum nicht mal sowas skillen, hä? Huh? Aber eigentlich habe ich überhaupt nichts in der Richtung geskillt, ne? C. Und das andere macht E. Ja, komm. Haben wir zumindest mal ein bisschen. Nochmal eine andere Waffe am Start. Aber trotzdem ist dieser Kollege weiterhin der Way to go. Ja, 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 aufsteigen will ich, danke. Wo war denn hier Anpassung? War das mein Balancewert? Stark erhöht. Und ein paar Giftresistenz, Blutung und so weiter, Fluchresistenz. Deswegen gehe ich auf jeden Fall mal hier noch drauf ein bisschen. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Und dann wieder den Rest. Machen wir so. Stärke und Geschicklichkeit. So, also, weiter im Eisenschloss. Wieso spammt mein Chatbot gerade? Seltsam.
Äußerst seltsam. Mal schauen, ob er das noch weiter tut. Ach, guck mal, hier komme ich raus. Hi. Ach nö, eine Schildkröte. Echt jetzt? Komm zurück. Ich habe keinen Bock auf die Schildkröten. Die sind ätzend. Die sind super ätzend. Wartet mal. Oh Mist, ich wollte da rausrennen. Jetzt steht hier diese Schildkröte hinter der Ecke. Oh, der Ninja Turtle. Kein Bock auf Ninja Turtles. Die waren kacke. Die waren auch in dem anderen Level schon kacke. Hier ist noch eine Kiste. Brocken. Titanitbrocken. Los, tu es. Schweineschild. Schweineschild. Was bringt denn der bitte? Gar nichts. Sieht witzig aus. Vielleicht kann man den gut leveln oder so. Keine Ahnung. Mach mal nicht kaputt, bitte. Dämlicher Ninja Turtle. Wo ist dein Kumpel? Da ist er. Okay, da wurden seltsame Dinge anvisiert. Oh. Keine Ahnung, wer oder was mich getroffen hat. Irgendwo wird schon einer sein, der mit Pfeilen rumballert, ne? Wo geht's hier lang? Die Ninja Turtle können ja nicht klettern, oder? Können die Ninja Turtle klettern? Nee, die können nicht klettern. Gut, das passt. Bin ich voll einverstanden mit. Ah, hi. Ja. Ich weiß Bescheid. Du magst mich nicht, genauso wie du. Auch davon habe ich schon gehört. Danke. Nichts Neues. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich laufe den richtigen Weg. Da hinten ist noch Loot-Gedönse und so und Zerstörungsgroßpfeil. Oliver der Sammler. Oliver, überleg dir das bitte nochmal in Zukunft. Ganz genau, was du hier tust.
Da hinten geht noch auch eine Treppe hoch. Nö, ich fühle mich hier eigentlich wohl auf dem Weg. Aha. Will ich hier eine Heilungsquelle haben? Hm, sehe ich nicht. Oder? Mal gucken. Später vielleicht. Wir schauen mal, was da oben so los ist. Oh, hi. Wartet mal kurz. Titanitscherbe, Feuerpfeile. Großaxt des Schwarzen Ritters. Okay, vielleicht haben wir eine neue Waffe gefunden. Einfallspinselgewürz. Zerstörungsgroßpfeil. Ich will gucken, was das für eine Waffe ist. Dafür brauche ich viel Stärke. Oh ja, aber das wäre mein Kaliber, ey. Oha. Das wäre was für mich. Die schlägt cool zu. Und hat eine echt verdammt hohe Grundstärke. Schade. Wir haben schon anders gelevelt, ne? Ja, also runterfallen. Boah, ey. Ach, muss ich jetzt? Ich muss. Ich hätte mich heilen sollen. No! Ah. Ah, es geht. Es macht ja gar keinen Schaden, hier runterzufallen. Fackel. Okay. Die Frage ist, wo will ich hin und wie viel ist es mir wert? Das ist eine ganz schöne Schweinerei hier gerade. Was soll denn das? Wow, Leute, ey. Okay, also hier runter. Goldener Schlangenring. Und dann hier rüber gerannt und gehüpft. Hoppala, schade, dass du mich getroffen hast. Und ein Boss. Es könnte auch ein Leuchtfeuer hinter der Tür sein. Könnte sein, aber ich guck mal ganz kurz nochmal hier runter. Oh, hi. Turtley Turtle Boy. Aua. Ja, ist ja gut. So eine halb kaputte Tür, lol. Oh, hi. Das ist jetzt ganz blöd. Das ist jetzt ganz doof. Weil nämlich, glaube ich, die Tür hinter mir gerade zugegangen ist. Oh, also, dass er dann auch schneller zuhauen kann, als ich aufstehe, ey. Heidenei. Ja, ist wieder zugegangen. Ha. Das ist eine ganz schöne Scheiße hier. Ich habe gehofft, dass ich hier vielleicht an ein Leuchtfeuer komme.
Also der Weg oben rum ist easy zu machen zum Boss. Ja, Gier nach Loot ist auf jeden Fall größer als mein Überlebenswille. Das war es schon immer. Ah, und ich habe noch nicht geguckt, was der Schlangenring tut. Ach ja, ich habe ganz vergessen, dass der sich ja nach hinten fallen lässt. super. Ah, die Schildkröte. Na, du bist es. Ah, hi. Wollen wir den ziehen? Ja, ne? Ach, hier ist ja eine Tür, guck mal. Hallo? Okay. Dich will ich mal benutzen, um zu schauen, was passiert. Wow, es hat mir angezeigt, dass es hier eine Wand gibt. Da ist ja auch eine Nebeltür. Ist das... Lol. Ist das die Nebeltür, an der ich vorhin war? Jetzt kann ich da nicht mehr hoch. Und da ist eine... Mann. Und da ist eine Kiste. Könnte ein anderer Eingang zum Boss gewesen sein. Ja, möglich. Hey! Wer bist du denn? Nee, ja, schon, so ein bisschen. Du bist ein Gnom. Er schuf mich, der Prinz, aha, um diese Glaubwürdigkeit zu bewachen, die Prinzessin zu ehren. Aha, bleib zurück, widerlicher Untoter. Oder ihr seid erledigt. Ah, bleib zurück, sie gehört dem Prinzen, gehört sie. Ihr wünscht, die Glocke zu bewachen, wünscht ihr? Für die Prinzessin und den Prinzen, für immer, für wahr? Nee. Ja, ist gut. Oh, hi. Kommt der auf mich zu und will mich prügeln? Mann, 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 Mann. Also, ich... Boah, das ist ein ganz schöner... Ach so, nee, halt, ich kann ja reisen. Moment. Ich habe deinen Kumpel getötet, der wollte mich. Sorry. Wahrscheinlich greifen die mich nicht an, wenn ich dem Eid beitrete. Ich will meine Seelen wieder. Das waren viele. Ich guck noch mal, ob ich irgendwie da hinkomme. Da lang. Darüber. Also erstmal haben wir dich. Okay. Warum passiert mir das ständig? Ja. Ich meine, da ist ja auch noch irgendwie so eine Boss-Tür, ne?
Egal. Oh, hi, wer bist du denn? Alter. Junge, Junge. Oh ja. Okay. Die Invincible Frame geskillte Supertante. Kannst du mal jetzt sterben? Verdammte Axt! Stirb bitte! Danke. Mann. Was ist hier oben eigentlich? Rostige Münze. Kleiner Dreckiger. Kleiner Dreckiger. Ich nehme mal mein Schwert, das ich mir gelevelt habe, gegen die jetzt. Vielleicht soll ich doch den Eid leisten und kann dann einfach irgendwo hingehen und schnell eine Glocke läuten. Soll ich das mal... Soll ich das probieren oder soll ich mich da durchkämpfen? Ich glaube, ich... Ich habe eh nichts von irgendwelchen Eiden. Also, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht mal nach dem Eid hier gucken? Ey, ich will ihn leisten, ja, aber wenn dein Kumpel hier kommt und mir direkt eine mitgibt, dann kann ich hier überhaupt nichts leisten. So, jetzt. Der Ring bringt euch hier. Aha. Ja. Ja, ist ja gut. Lass mich den Loot jetzt hier. Danke. Glockenhüterbogen. So, wollt ihr immer noch was von mir? Ach, schade, ich habe gehofft, dass ich... Boah, aua. Wirft der mit Bomben auf mich, der kleine Bastard, oder mit Fackeln oder was? Die kleinen Mistviecher. Gibt's ja gar nicht. Und den Eid habe ich komplett umsonst geleistet. Ich habe gedacht, ich könnte den... Ich müsste den da oben nicht bekämpfen. Jetzt weiß ich auch, wann sich... Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ist das Ding links oben leer? Jetzt weiß ich's. So, wo ist der kleine
Pisser, der mit seinem Bogen hier plötzlich auftaucht. Da! Was ist er? Warum ist hier plötzlich einer... Also... Ey, das gibt's doch nicht. Warum? Was macht denn der jetzt hier? Predator ist auch am Start. Was ist das hier für eine komische Gegend wieder? Also, oh, da kommst du von irgendwelchen Stahlwächtern plötzlich nach oben ins Irgendwo und dann sind da irgendwelche Glocken? Okay. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich da unten weitermachen sollte oder ob ich den hier... Ich will dich verprügeln. So, wo ist der kleine Drecksack, der hier um die Ecke stand? Da. Ja, klar. Okay, gut. Erwischt haben wir ihn. Endlich. Das ist hart. Muss ich ganz ehrlich sagen. Glockenhüterschild. Weiß ich nicht. Das ist echt hart. Oh. Okay, du bist einfach. Immerhin. Immerhin bist du ein Easy Kill. So, was macht das hier? Glocke läuten. Wir haben eine Glocke geläutet. Und jetzt steht da einer mit zwei Armbrüsten. Ich glaub's ja nicht. Seltsam. Warum bin ich jetzt hier auf dem Dach? Was passiert hier auf dem Dach? Warum bin ich hier? Niemand hat mir gesagt, dass ich eine Glocke läuten soll. Also außer der verrückte Goblin, der da unten saß. Hi, könnt ihr hier hochkommen? Ey, oha! Ja, anscheinend könnt ihr irgendwie hier hochkommen. Machen wir mal nicht so. Aua. 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 Will ich jetzt eigentlich nicht drauf gehen hier an der Stelle. Ach, come on.
Er ist mit seinem riesigen Schwert der schnellste, die schnellste Maus von Mexiko. Mit seinem riesigen Zweihänder in einer Hand ist er einfach der Babo. Der Babo. Ach Mann, ey. Was mache ich hier überhaupt? Ich müsste wahrscheinlich gar nicht hier sein, oder? Und ihr macht echt viel Schaden, Jungs. Das ist... mit euren brennenden Äxten. Das ist echt ein bisschen nervig. Ach, er ist jetzt nicht mehr da, oder was? Okay, die muss man wohl nur einmal besiegen. Keine Ahnung, ob das, warum ich jetzt irgendwie Prinzessin und Glocke beschützen und Glocke läuten, aber gebracht hat es irgendwie nix, dass ich jetzt hier eine Glocke geläutet habe. Keine Ahnung. Ich kill hier ein paar Leute. Hier sind irgendwelche Mini-Bogenschützen am Start, die ganz schön schmerzhaft sind, wenn sie treffen. Dann kommt da irgend so ein Boy über die Leiter geklettert. Ja, hier bin ich. Hallo. Er leckt sich an mir vorbei, Alter, das ist ja der absolute Shit, ey. Dem seine Bewegungen sind. Boah. Also, das grenzt hier echt gerade schon wieder an. Das kratzt am untersten Niveau. Komplett unpredictable. Was für ein Schlag da kommt oder sonst was. Boah, wie viel Schaden die machen mit ihren Feueräxten. Die kleinen Boys. Oh, das wollte ich nicht. Aber lass dir ruhig Zeit mit deinem Schlag. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier richtig bin. Ich glaube, das ist irgendein Nebenquest-Blödsinn, der mit PvP zu tun hat oder so. Keine Ahnung. Du, komm mal hoch. Ich könnte... ihn ein bisschen mit Bomben bewerfen. Die benutze ich eh viel zu selten. Okay, die machen ihm einfach null Schaden. Er laggt sich in meine Richtung. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Passbar, was ist das? Pfeife ich jetzt da drauf? Ich glaube, ich scheiß einfach drauf. Und gehe wieder den Weg, den ich da vorhin gefunden hatte und hoffe, dass da irgendwie dann der Boss ist, der mich weiterführt oder so. Ich glaube, das hier ist Unsinn.
Vor allem stört es mich gigantisch, dass das mir sehr sinnbefreit erscheint, was da passiert. Gegen die Gegner will ich nicht weiter kämpfen. Deswegen machen wir es auch einfach nicht mehr. Ach so, ich habe das Schild in der Hand. Lol. Dass sie ihm keine T-Bag-Animation gegeben haben. Ja, das ist irgend so ein PvP-Ding, ne? Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ey, ich mache einen Schlag und es reicht nicht, dass ich genug Zeit habe, um aus dem Schlag rauszugehen, einen Schritt zur Seite zu machen, sondern er lässt sich Zeit mit seinem Schlag und bam, haut mir eine auf die Fresse, so richtig schön von oben drauf. Einfach weil es das Spiel halt, ja. Keine Ahnung. Würdest du bitte nicht... Ich muss hier rüber. So. Hey, warum kommt jetzt zweimal mein... Also dieser Chatbot, der ist ein bisschen kaputt, glaube ich. Es tut mir leid, dass der... Spam gerade real ist. Ich werde den Chatbot gleich abschalten. T-Bag-Animation. Ja, also in dem Fall ist meine Vermutung richtig. Es ist irgendein... Sag schon. Warum müsste ich das nach unten machen? Ich komme doch so genauso gut darüber, oder? Ist doch scheißegal, ob ich das oben oder unten habe. Ah, das wird irgendeinen anderen Sinn haben. Ich mach's lieber auch nach oben. Irgendeinen anderen Sinn wird's haben. Irgendeinen anderen Weg, irgendwie ein Stockwerk höher oder so, irgendwas. Ey, lass mich mal kurz vorbei. Nee, ich habe gesagt vorbei. Nee, ich habe gesagt, ich will vorbei. Leute, was zum... Okay. Da komme ich gar nicht rüber. Ach doch, hier ist ein Steg darüber. Okay. Ich wollte darüber an dieses Nebeltor. Ja, lieg halt noch länger am Boden. Diese scheiß Schildkröten. Oh. Alles gleich, renn jetzt an ihm vorbei. Kein Bock auf die Kackschildkröten, ey. Das sind ätzende Gegner. Ich renn an beiden vorbei. Du bist mir jetzt auch egal, tatsächlich. Ja, ja, passt schon. Hau mir einen in den Nacken. Alles easy. So, ich benutze auch den Hebel nicht, sondern ich möchte tatsächlich einmal gucken, was hier drüben... Er steht da halt saublöd, dann... Er kommt genau so, dass ich nicht drüber laufen kann. Ich muss hüpfen. Ich muss hüpfen, dann komme ich rüber. Ja, gezubbel! Auf mich zugezubbel!
Ich glaube, ich nehme doch den Weg über die Leiter. Und stürze dann da runter. Schien besser zu sein. Dann muss ich die aber killen hier. Dann muss ich hier leider, leider die Kills machen. Warum kann ich mich hier nicht bewegen für eine halbe Sekunde? Stehe ich nicht, weil der Boden vibriert und keine Ahnung was. Dummes Arschloch. Entschuldigung. ist das... Nee, war der an die Leiter? Bin ich doch vorhin easy hingekommen, als ich hier, als ich das runtergemacht habe. Und zwar weil... Genau, der und der dann nicht da war. So. Dann weiter. Wieso? Was rennt da hinter mir her? Benutze ich das? Ach was. Scheiß drauf. Ich habe eh zu wenig Leben hier. Aber später, wenn ich mal volles Leben habe, könnte man drüber nachdenken, ne? Wie war denn hier nochmal? Da muss ich einfach hierher und dann so und so und so und so und so und so und rennen und alle hopp. Und rein da. Naja, easy. Easy Weg dahin. Wow, es ist... Wow. Nee. Scheiße, nein. Nein. Nein, hier ist... hier geht's weiter. Und nein. Ah, das hier ist der richtige Weg. Ah, ist das doof. Nein, ist das dumm. Ah. Oh. Ah, und mit dieser grandiosen Entdeckung. Danke fürs Einschalten und schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht unterkriegen und so weiter. Wir hören uns. Tschüss.